Ja, servus miteinander, da ist der Franken-Andi und wir spielen Just Chaos 4. Wir unterstützen die schwarze Hand und dieses Schaf wird uns helfen. Das ist das schwarze Schaf, das machen wir jetzt so wie bei den Griechen. Das trojanische Pferd nehmen wir jetzt das trojanische Schaf und das schicken wir jetzt quasi nach Ipiata und dann springe ich in der Nacht, wenn alle schlafen, aus dem schwarzen Schafhaus. Keine gute Idee. Oh, hier hätten hier schön eine Mission. Dann machen wir doch die mal kurz. Was will denn die verrückte Fausch wieder von mir? Ja. Laut Skript sollte es eine lange Einstellung von einer rasanten Verfolgung sein. Kannst du fahren? Eine lange Einstellung. Oh Gottes Willen. Die Patrouillenwagen der Schwarzen Hand sind hinter dir her. Lass sie Staub fressen. Ich weiß, das wird episch, Mann. Ihr hättet mich auch einfach fragen können. Wir haben hier mögliche Feindaktivität. Suche läuft. Zentrale, wir werden angegriffen. Was, Alarmstufe senken, ohne Fahrzeug zu verlassen? Zentrale, das Ziel sitzt in einem Landfahrzeug. Tut es? Tja, hier kannst du mich doch kaum erkennen. Okay. Wo hast du mich jetzt hier entdeckt? Sind es unsere? Ja. Oh, das sind die. So, guck mal, wir schleichen uns jetzt hier davon. Und jetzt sollte... Zentrale, erbitte Befehle. Verstanden. Setze Verfolgung fort. Gute Arbeit. Ich habe gehört, wir haben echte Highlights im Kasten. Ja, voll das Highlight, wie ich auf der Brücke gestanden bin, um sie alle zu verarschen. Das war so spektakulär. Boah, das glaubst du gar nicht. Hier, noch eine. Eine Trainingsmission, naja. Bieten wir doch A. Uiuiui. Sie können sich behaupten. Ja, sind auch gut ausgebildet, oder? Von mir. So, ach so. Nein. Bestimmt mein Auto weg. Scheiße. Nimm das Scharfschützengewehr. Ich habe ein paar Rekruten auf eine Mission geschickt. Es lief eigentlich gut, aber auf dem Rückweg hat ihnen ein Scharfschütze den fahrbaren Untersatz weggeschossen. Ich habe ein Gewehr auf dem Schornstein abwerfen lassen. Gib ihnen Deckung, bis sie es da rausgeschafft haben. Es steht schon ein Transporter für sie bereit. Feind befindet sich in unserem Einsatzgebiet. Was? Feindkontakt, verstanden. Feuer nach eigenem Ermessen. Geht doch. Welches nehme ich denn? Oh, die hat viel mehr Schuss. Können wir nehmen, das hier. Oh,
Und wo sind die Ziele, die ich... auf mich. Spinnst du? Wurde von einer Scharfschützenpistole getroffen. Lol. So. Du entkommst mir nicht, Feigling. Wir haben hier einen Rebellen. Ich komme. Kein Thema hier. Ich erwische alle. Wie jetzt? Ja, wo ist er denn? Pech gehabt. Das ist natürlich, Der Feind ist in einem Panzer! Bestätigt, Feind ist in einem Panzer! Ja, das macht schon lustig. Ja, kein Problem. Hier ist es mit solchen Gerätschaften immer wieder gerne. Oh, ich sehe zwar nichts, aber Halleluja. Warum? Servus. Oh, der brennt ja. Kann ich's sehen. Oder?
Rücken. Warum macht er das immer? Ballons. Ab, runter mit dem Heli hier. So, habt euch mal lieb. Okay, komm, wir machen wieder irgendwo anders den Blödsinn hier. Wir nehmen die Mission. Wo ist... Verstanden. Erfassen das Ziel neu. Helikopter im Anflug. Begeben mich zum Einsatzgebiet. Ich habe zwar keine Ahnung, wo ich jetzt hinfliege. Wahrscheinlich... Ah, ich kann wieder atmen. Das Ziel ist verschwunden. Ui. Wow, die Wüste ist ganz schön wüstig. So Jungs, wie schaut's aus? Ich machen wir hier ein bisschen. Bei der Panzerfabrik, Sargento. Du musst in einen unterirdischen Bunker eindringen, um an die Panzerblaupausen zu kommen. Die Waffendesigns sind sicherlich in der Forschungsabteilung im Norden. Ich melde mich, wenn ich sie habe. Okay. Ja, das war auf jeden Fall sehr professionell. So, wie sieht's denn aus? Kann man hier ein bisschen was in die Luft sprengen? Feind befindet sich in unserem Einsatzgebiet. Hallo? Kann ich mal einen von diesen Panzern haben? Ja, das ist... Au. Ziel erfasst. So, wo muss ich denn jetzt hin? Verdammt! Da muss es irgendwo reingehen. Ah. Sargento, ich brauche einen Pointman-Spähpanzer. Okay, Izzy markiert dir einen Punkt. Schau mal, ob du da in der Gegend einen finden kannst. Ja, Izzy, wo hast du mir denn den Punkt markiert? Ist es einer? Mann! Verzeihung? Nö, nee, ist ein Falken. Aber damit kann man auf jeden Fall auch ein bisschen Krawall machen. Oh, ja, also den finde ich eigentlich ganz witzig, den Panzer. Muss ich ganz ehrlich gestehen.
Auto. Wenn wir schon mal hier sind, ne, dann können wir eigentlich mal ein bisschen Krawall machen. Was ist das für ein Panzer? Da kommt schon wieder irgendwas gefahren. Nee, das scheint ja wohl auch nicht zu sein. Dum 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 dum. Hallo. Oh. So, ne, das war's noch die. Falken, was ist das für eine? Das sieht nach dem richtigen Panzer aus. Ah. Ein Spähpanzerchen. Ah ja, okay. Nur gut. Also umschauen kann man sich damit schon mal gut, ja? Ja. Und er schießt damit. Stellt euch das mal vor. Dum-dum-dum-dum-dum-dum. Heiland, na, so, da geht's hoch, ne? Oh. So. Hallo? Würden Sie mal bitte die Tore öffnen? Sehr gut. Du musst mir mal zeigen, wie man diese Dinger fährt. Aber erst musst du die Waffendesigns finden. So. Sieht nach einem Design für eine leichte Kanone aus. Nette Ketten. Dann mal los. Nette Ketten. So, die wollten hier mich beschießen. Das ist schon ein bisschen... bisschen gemein ist das schon, ne? So... Wo muss ich denn jetzt hin? Hä? Wo müssen wir jetzt hin? Ach, da runter. Oder? So, jetzt wollen sie bestimmt wieder einen anderen Panzer haben. Ich brauche einen Warchief Sturmpanzer, um hier reinzukommen. Vielleicht gibt's einen in der Nähe des Eingangs der Fabrik. Ein Warchief Sturmpanzer. Was? Wo soll ich denn jetzt bitte hinfahren?
ist aber nicht ganz der reguläre Weg, oder? Sagen wir schon mal Hallo. Ist ja auch immer wichtig, ne? Och, guck mal. Das könnte der Sturmpanzer sein hier. Das ist ein schicker Panzer. Oh ja. Der sieht so aus, als ob er dicke Panzerung hätte, auf jeden Fall. Kaum schwerfällig ist er auch. Tüm. Ja, haben wir abgeklärt. So. Servus. Öffnet mir die Türen. Ich bin drin. Halt nach einer Konsole Ausschau, über die du die Designs runterladen kannst. Ja, das ist kompliziert. Welche von diesen? Hab ein paar Artillerie-Designs gefunden. Noch, wir können eigentlich. Puh, das war nett. Hat er sich jetzt selber weggesprengt? Wie hat er mich denn eigentlich jetzt hier in dem Gebäude abschießen können? Naja. So, wo muss man jetzt hin? Dum-dum. Er hat mich gefunden, habt ihr das gehört? Was sollen wir denn jetzt nun tun? Er hat mich gefunden, oh mein Gott. So, da steht noch ein Bagger. Stand mal ein Bagger. Hat keinen Saft. Sie wollen verhindern, dass du in den Bunker kommst. Finde die Sicherungen und schalte den Strom wieder ein. Okay. Komm, das machen wir jetzt aber mal ohne Panzer, weil das wird nämlich ein bisschen nervig. So, komm. Auf dem Rheinweg kann man ja dann wieder den Panzer nehmen, wenn er noch da ist.
So, eine Sicherung ist an. Die nächste, wo ist die denn? Upp, zack. Ja. Eine Selbstschussanlage hier, Schweine hier. Wird einmal Hebelchen umgelegt, dann haben wir noch eine Chip. Das waren alle. Der Aufzug sollte jetzt wieder Strom haben. Upsi. Irgendwer muss ihn aufhalten. Ja. Oh, da fliegen. Ja, dann fahren wir mal mit dem. Muss mir mal die Beine vertreten. Bin auf dem Weg nach unten. Da unten sollte es eine Konsole geben, über die du an die Blaupausen für den Panzer kommst. Nimm alles mit, was du kriegen kannst. Alles klar. Brauche ich den Panzer? Noch irgendjemand irgendwelche Fragen hier? Schau doch mal. Schau dir diese da ist. Kontakt. Aber wie erwartet. Hört. Hab die Panzerblaupausen. Sehr gut. Das war alles. Wir müssen nur den Transmitter ausfahren, damit Izzy die Blaupausen entschlüsseln kann. Der ist in der Nähe des Eingangs. Bin bereit. Ach, das ist außen, ne? Kann ich da mit der Hochbahn hier? Oder? So, wo muss man hin? Ja, ein paar Meter müssen wir fahren, ist kein Thema. Hier wurde ein bisschen umdekoriert, oder? Was? Bestimmt hätte ich auch die andere Tür unten nehmen können, oder? Aber ich wollte noch ein bisschen mit dem Panzer fahren. Das ist lustig. So, da können wir noch ein bisschen... Haben wir noch irgendwas? Hä?
Ah. Du dumme Nuss. Naja. Okay, der Transmitter wird hochgefahren. Stelle Verbindung her. Panzer sind unterwegs, werden in Kürze eintreffen. Oh, der schaut aber nicht mehr ganz frisch aus. Ja. Irgendwo höre ich ein Heli und irgendwas Kleines. Der Einzige, der mit Panzer spielt, hier bin ich. Wo denn? Der Transmitter ist ganz schön mitgenommen, Rico. Wir dürfen nicht zulassen, dass er deaktiviert wird. So, brauchen wir noch was? Alles klar, wir haben die Blaupausen. Gut. Rico, dir gebührt mein Panzerdank. Was hast du gerade gesagt? Ich muss weg. Hier. Was soll denn das jetzt hier? Das ist mein Gebiet jetzt. Zieh ab. Joa, so. Gib mal her hier das ganze Ding. Ja. Truppen halten. Ja. Tschakada. Ja gut. Oh, die Folge ist schon wieder ein bisschen lang. Naja, macht nichts. Danke fürs Zuschauen. Und in wenigen Folgen werden wir soweit sein, dass wir nach Quacha kommen, um Ilapa selbst abzuschalten. Ja, die große Stunde rückt näher. Freut euch darauf mit mir und schaltet in der nächsten Folge wieder ein. Tschüss!